So, wir sind hier in einem neuen Unterschlupf vom letzten Part. Einmal. Ich habe mich auch noch gar nicht umgeschaut, aufgefüllt haben wir. Spielersuche. Nee, was ist eigentlich immer die Einsatztafel hier? Kann man einmal lesen? Kann ich lesen? Ich kann nicht lesen! So, das sind die ganzen Sachen, wo wir dann auf der Karte markiert bekommen. Das habe ich bis jetzt, ich glaube, noch nie gemacht. Okay. Sollte ich, glaube ich, in jedem Ding machen. Hier haben wir einen Händler. Ich wollte mal sagen, Momentchen. Ich sollte erstmal gucken, was ich noch so habe. Wir haben 10 neue Objekte hier. Ungesehene Aufklärungsdaten. Ja, lass mal dann mal. So, ja, ganz ruhig. Ich will doch erstmal gucken, was ich hier habe. Ich habe eine Handfeuerwaffe. Ich habe die hier. Okay, die ist sogar schlechter. Das heißt, einmal als Schrott markieren. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Momentchen, wir schauen mal hier rein. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir einmal Schrott. Ich habe immer die Frage, zerlegen? Was bringt mir das zerlegen? Wieso kann ich die nicht zerlegen? Oh, falsche Taste. Ah, hier gibt es auch Waffenteile, okay. Aber ich denke, dass wenn man die Waffen sind, ist noch gar nicht so gut. So, jetzt haben wir hier einen besseren Vektor. Macht ein bisschen mehr Schaden. Minimal. Was haben wir hier eigentlich drin? Wir haben hier einmal Unterlauf-Laserpointer. Halt die Klappe. Da machen wir den auch mal hier rein. So, das war kleiner Laserpointer hier, der hier. Von der Vektor, genau. Tun wir mal rüber switchen. Und dann können wir hier die hier. Die mal einmal anlegen. Ne, die ich aber auch irgendwie angelegt. Jetzt habe ich, glaube ich, beide Vektors angelegt. Wie kann ich die hier ablegen? Jetzt habe ich zweimal den Vektor drin. Das war, glaube ich, die bessere. Die hier. Wie kann ich die ablegen? Platz wählen, visualisieren, nein. Rucksack durchsuchen, zurück Mod inspizieren. Ja, toll. Hier können wir sie einmal anschauen. Ich will sie doch hier zur Seite. Ich kann sie hier Waffe zerlegen, kann ich. Aber ich kann irgendwie... Oh, da ist noch ein Schnellwechselmagazin drin. Vielleicht kann ich sie deshalb nicht ablegen. Moment, hier Mod... So, hier haben wir sogar... Okay, wir haben noch bessere sogar. Nachladetempo. Gibt es sogar noch besseres. Ja, dann tun wir die hier halt zerlegen einfach. Waffe wirklich zerlegen. Ja, mach mal. Wollen Sie von da hinten irgendwas kaufen? Irgendwie funktioniert es nicht. Wie zur Hölle kriege ich die jetzt raus? Das ist gerade mein Problem. Die da will ich nicht mehr haben. Ah, Moment. Moment, genau. Ich tue einfach die M4 hier rein. Wieso dann nicht gleich so? Und dann... Sie wollen sich was gönnen? So, einen Moment. Dauert natürlich noch ein bisschen. Am Anfang. So, jetzt kommen wir hier. Schrott markieren. Die da. Wir haben sie sogar dreimal. MP7, ja, brauchen wir auch nicht. Die Skal lassen wir mal pumpen, weiß ich eben nicht. Obwohl ich eigentlich ja gar nicht so viel gerne mitnehmen will. Doppelläufig ist auch Schrott. Weil, ja, doppelläufig ist halt zwei Schüsse und das war's. Deshalb. So, was haben wir hier jetzt noch? Hier haben wir noch so ein paar Mods. Okay, aber eigentlich auch ist nichts so groß Besonderes. Hier haben wir was Neues. So, ist jetzt natürlich die Frage, auf was ich eigentlich gehen soll. Weil hier haben wir natürlich mehr Rüstung und wir machen ja dadurch mehr Schaden, verlieren aber einiges an Leben. Ist halt das Problem. Hier haben wir noch... Ja, hier verlieren wir auch Leben. Ja, das Problem ist, wir haben eine an, wo wir viel Leben hatten an sich. Deshalb hier geht's runter. Klar, okay, Fertigkeit geht nach oben. Ja, okay, lassen wir mal. Die da... Tun wir alle verkaufen. Haben wir da schon mal was ausgeschrieben? Hier haben wir komplett gar nichts, oder? Nichts Neues bekommen. Immer nur da, wo die Ausrufezeichen sind. Eigentlich ganz gut.
So, hier geht der Schaden minimal nach unten. Fertigkeit geht minimal nach oben. Nee, lass mal. Die haben wir an. Hier geht die Lebenspunkte. Oh. Nehmen wir das da. Und das da einmal Müll. So, dann haben wir mal hier geschaut. Können wir verkaufen. Moment, verkaufen. Haben wir hier drüben. Einmal den kompletten Schrott verkaufen. Den Rest behalten wir. Ah. Wir brauchen was, das ist offensichtlich. Ja, kaufen. Kaufen, wie gesagt, will ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil... Ja, bei mir ist immer irgendwo gibt es immer ein Minus. Vielleicht ein andermal. So, wir sollten uns da mal richtig umschauen. Was ist eigentlich immer der JTF-Offizier hier? Lager ist leer. Okay. Wir können ja noch ein paar andere Sachen machen. Wow. Sie sind der Division Agent, oder? Muss schon sagen. Und verzeihen Sie mir bitte, dass ich so direkt bin. Aber Sie sehen abgefahren aus. Ja, ich weiß. Sie sind natürlich abgefahren, keine Frage. Ein echter Division Agent. Es wird mir eine Ehre sein, Sie mit Informationen zu versorgen. Ich melde mich, wenn ich etwas für Sie habe. Ja, okay. Ja, wir haben hier auch alles markiert. Ich denke mal, ich mache das dann mal außer von der Aufnahme. Die anderen Safe Houses, wo ich schon drin war, da habe ich ja die ganzen Sachen nicht markiert. Jetzt sehen wir hier haben wir Nebeneinsatz und so, alles schön markiert. Hier die ganzen Kämpfe so ein bisschen. Aber wir gehen mal weiter in diese Richtung. Wir müssen diesen ganzen Unser Hauptverdächtiger? Wir haben herausgefunden, wo er wohnt. In diesem Wohnkomplex in Hell's Kitchen. Sie müssen da rein und alles sichern, was eine Verbindung bestätigen könnte. Notizbücher, Festplatten, Laptops, was immer Sie finden. Aber weil es ja nie einfach sein kann, gibt es da auch noch Zivilisten. Und das bedeutet, die Cleaners sind unterwegs, um alles zu sterilisieren. Wenn Amherst nicht der Richtige ist, fresse ich meine Zentrifuge. Seine Arbeit hat höchste Priorität. Wir können die Zivilisten nicht ignorieren, Doktor. Wenn wir dieses Virus nicht entschlüsseln, bleiben keine Zivilisten zur Rettung übrig. Okay, ich wollte ihn noch gerade zu Ende reden lassen, weil da drüben haben wir ja noch... Wieso habe ich gerade geschossen? Ich habe auf Sprinten gedrückt. Muss ich das verstehen? Ich habe die Farm gekauft. Was sagst du? Ja, ich habe eine Farm gekauft. 16 Hektar Land in Virginia. Du machst Witze. Direkt in der Blue Ridge. Fast alles gerodet, nur etwas Wald hinten raus. Und es gibt ein Gehöft. Ich werde Hühner züchten. Du bist ein Stadtjunge. Du hältst da keine Woche aus. Vielleicht halte ich es hier keine Woche aus. 4 Leute aus meinem Haus liegen mit dieser Grippe im Krankenhaus. Einer ist tot. Ich verschwinde. Und das solltest du auch. Okay, ja, wir verschwinden auch mal in Richtung Mission. Ah, hier komme ich nicht rüber. Okay, doch. Gerade noch so. So, Clint. Stufe 14 bis 15 schwer unerforscht. Oh je! Bevor ich hier aber auch reingehe. Oder ja, klar. Gebiet können wir schon entdecken, aber. Die Mission ist vor. Auch vor 14, gell? Richtig mies. Irgendwie bin ich da noch so ein bisschen zu klein dafür. Außerdem, wir machen jetzt halt so ein paar Nebeneinsätze. Oder hier die Kämpfe so ein bisschen. Dass wir auch ein bisschen mal, ja, eine Runde farmen gehen. Und das machen wir mal. Also ich tue mal das Gebiet kurz entdecken. Gibt ein bisschen Erfahrung. Können wir auch gut gebrauchen. Und dann, ja, ist gerade ein bisschen blöd. Wir gerade ein bisschen halt noch, ja, Low-Level sind. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Ist das alles? So, kann man hier runterspringen? Oh je, da ist so einer. So, wir schießen mal von hier oben. Ah, ein bisschen Vorteile. Halt, was geht da ab? Wieso machen die sich gegenseitig fertig? Also, das finde ich ja schon cool. Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe. Das waren alles meine Gegner. Hat der eine Raketenwaffe dabei, oder? So, den Nachschub bergen. Ich kann hier nicht runterspringen. Da drüben. Oh, da drüben haben wir die Treppe. Ich stehe einfach daneben. Okay. Da, 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 da. Wir laufen hier runter. So.
Aber das müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen beschützen. Weiß nicht. JTF-Verstärkung angefordert. So, was haben wir hier eigentlich? Gegner nähern sich. Wieder Waffenteile. Warnung, Feindkräfte nähern sich. So, da drüben im Zug auch noch. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Tja, und wo sind sie? Ja, immer schon das letzte Waffenteil. Ach, hier drüben. Ah, jetzt kommen sie von da drüben. Oh, er rennt auch in meine Richtung. Warum trifft denn keiner? Es hat noch nicht mal einer geschossen. Schlaubergers. Autsch! Nein, nein, nein! Oh, da war. Au! Oh. Hier im Nahkampf ist der Kollege, der droppt eine AK. Der droppt eine AK und greift im Nahkampf an. Störung des Waffenhandels. Ja, Kampf fehlgeschlagen, leider. Ja, im Safehouse. Schon interessant. Er hat eine Waffe dabei. Sie betreten einen sicheren Bereich. Moment, noch auffüllen. Er hat eine Knarre dabei. Aber ja, rennt mit einem Knüppel rum. Ich hätte es gar nicht aufgefüllt. So, nun schauen wir nochmal auf die Karte. Weil hier Sterbeort, aber. Bitte! Nicht! Tun Sie das nicht! Ich bin nicht krank! Ich bin ja! Oh mein Gott! Okay, ja, aber das haben wir sogar, glaube ich, geschafft. In einer gewissen Weise. Oder oh, das ist fehlgeschlagen. Ja, fehlgeschlagen, das heißt, ja, eigentlich nicht geschafft. Okay. Naja, egal. Ich habe gedacht, weil es jetzt weg war. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. So, nichts Spezielles. Ja, okay, das war, glaube ich, auch nur größtenteils Munition. Ja, dafür haben wir ein paar Waffenteile abgesahnt. So, Nachschubbeschaffung. Und dann machen wir die Nebeneinsätze mal, weil das sind ja nur so kleine Dinger eigentlich. Vermisste Vorratskiste geortet. So, 4 Stück. Einfach rein mal. So, Granate. Sehr schön. Ja, ich habe auch freie Schuss beim Kollege. Du bist festgesetzt. Ja, jetzt kommt er von links noch. Hallo? Ja, er lebt noch. Er steht noch. Mit seiner Granate. Okay, er humpelt aber. Ganz schön. Autsch, autsch, autsch. Jetzt aber. So, mal wieder nachladen. So, Momentchen. Müssen noch ein bisschen was machen. Schon wieder eine Telefonaufzeichnung. So, oh, wo soll ich das jetzt hintragen? Suchen und zurückbringen? Alter, wollt ihr mich verarschen? Darf ich das da überall hinschleppen? Darauf habe ich jetzt aber ehrlich auch keinen Bock. Ich würde noch gerne die Telefonaufzeichnung holen. Dein Ernst? Das darf ich jetzt dreimal machen. Wenn Gegner kommen, dann bin ich tot. Oder ja, hab halt nur eine Pistole. Telefonaufzeichnung ist, glaub, hinter dem Zaun. Nein, ich mach keine Witze. Ich bin's leid, anderer Leute Müll zu riechen. Und ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, ohne dass mir die Hüften von irgendeiner Tanztruppe vor dem Gesicht kreisen. Und Taxis, Gott. Ich könnte ebenso gut selbst fahren. Ach, bitte, du weißt, du liebst es hier. Schatz, du bist hier. Und ich liebe nur dich. Das ist was anderes. So, okay, ich habe gedacht, aber da kommen immer wieder Gegner oder so Gegnerwellen. Also so geht's eigentlich. Nur kurz säubern und dann alles hier hinbringen. Deshalb habe ich mir gedacht, so, jetzt kommen lauter Gegner. Ich habe nur eine Knarre. Aber so wie es jetzt ist, geht's ja. So, alles drin.
Sieht doch ganz gut aus. Drei von... Oh, jetzt kommen sie. Wie ist es eigentlich hier drüben? Ah ne, da sind, glaube ich, die Gegner markiert, oder? Oh, Kollege! Ja, rennt hier mit der Knarre in meine Richtung. Auch gut. So, nehmen wir mit. Schon wieder ein Telefönchen.